Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Craft City. Wir wollen ja das Rathaus jetzt weiterbauen. Jetzt geht's an die Räumlichkeiten ran. Ich zeige dir natürlich, wie du es dir natürlich eventuell einrichten kannst. Du kannst dir das natürlich noch immer umändern von den Räumlichkeiten. Das ist alles sehr flexibel. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für unsere heutige Folge holen wir uns einfach mal ein bisschen hellgrauen Beton raus. Denn weißer Beton und grauer Beton, den holen wir uns ein paar glatte Steinstufen raus. Natürlich das gleiche Glas, womit wir jetzt unser Haus auch schon gebaut haben, oder unser Rathaus. Dann holen wir uns auch ein paar Eisenpfeiltüren raus. Unsere Keramik mit den schönen großen lila Pfeil. Und dann holen wir uns ein paar konstruktionsleere Blöcke. Das sind einfache Luftblöcke, die wir in Minecraft haben. Und dann holen wir uns noch einen Wassereimer raus. So, einmal rein ins Rathaus und dann fangen wir jetzt langsam an, hier uns die Räumlichkeiten zu zeichnen, dass wir auch das Rathaus natürlich noch einrichten können. Jetzt ist natürlich so die Sache, dass ich mir das natürlich oben jetzt individuell angepasst habe. Das heißt, ihr könnt hier, wenn ich dir das dann gleich durchgebe, das Maß, auch noch gerne die Markierungen ändern und dir andere Räumlichkeiten machen, um es dir am besten anzupassen, ne? Unten kann man es gerne übernehmen, da werde ich auch mir einige Sachen, die so im Rathaus halt vorkommen, dann auch noch reinbasteln. Einer hat ja schon geschrieben, einen Sicherheitsraum, ne, also für das Wachpersonal, ne, so mit Monitoren und sowas. Und das werde ich auch bestimmt bauen, das kommt definitiv hier rein. Wo genau, weiß ich selber noch nicht, da popel ich selber noch ein bisschen. Von daher machen wir heute auch nur das Einrichten. Ja, das kommt. Und für die Tour hole ich mir dann sogar noch ein bisschen Hilfe, und zwar einen Freund, und zwar nennt er sich PlaySample. Der wird mir dann helfen, sag ich mal drüben, da noch ein bisschen was einzurichten. Und ich hoffe, den kriege ich noch zum Wochenende gegriffen, dass wir beide hier noch was aufnehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, bereiten wir erstmal alles vor und basteln jetzt hier einfach mal die Räumlichkeiten. So, wir nehmen jetzt einfach mal den weißen Beton. Ich werde jetzt die Wände komplett in weiß bauen. Du kannst die natürlich immer gerne anmalen, irgendwie deine Farbmuster in die Wand, reinhauen, aber einfach so als Grund. Wie wir jetzt erstmal anfangen, nehmen wir einfach nur weißen Beton. So, wir fangen dann am besten erstmal hier bei der Vordertür an, dass ich jetzt einfach mal hier gleich neben unseren zweier Fenster zwei Blöcke mehr reinsetze. Und von diesen zwei gehe ich dann einmal zur Seite weg und setze mir da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke erstmal so lang. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Also zwei Blöcke hier rein und 15 Blöcke einmal hier zur Seite nach hinten weg. So, dann kann man gerne hier hinten das einmal miteinander verbinden. Ihr könnt euch gerne auch immer schon Durchgänge so basteln, wie ihr die braucht. Bei mir habe ich jetzt, wenn ich jetzt richtig liege, ja, ich lasse jetzt hier mir an der Seite einfach zwei Blöcke Platz und stecke mir hier so eine Dreierfläche mal weg, dass ich mir dann hier den Durchgang mache. Aber das könnt ihr euch immer gerne auch versetzen. Ne? So passt es euch an, wie ihr es braucht. Okay, dann haben wir schon mal so uns die Eingangshalle schon mal markiert. Jetzt kommen wir noch zu den einzelnen Bereichen. Die sind synchron auf beiden Seiten hier unten gleich. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal, wenn wir jetzt drin sind, ja, Seite ist egal, ich mache jetzt hier einfach mal die rechte Seite. So, da setze ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke einmal ran. Ich würde mal sagen, jetzt hier bei dem 5., den wir ja gesetzt haben, oder wir lassen einen hier überstehen, und hier, ab dem gehen wir wieder einmal nach vorne weg und setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke einmal ran. Also 6 Blöcke hier, 9 Blöcke nochmal hier vorne ran. Sobald wir das haben, können wir das hier einmal drüben hier so miteinander verbinden. Wunderbar. Und jetzt können wir hier einfach komplett gerade einfach mal zur Seite gehen. Und ihr könnt schon gerne immer auch hier in die Zwischenwände von euren Fenstern auch eure Wand reinhauen. Aber wenn ihr euch die Wand natürlich bemalt, dann könnt ihr da natürlich dann auch eure Malung einfach raufmachen, ne? Wie die Wände halt angemalt sind. So, ich würde mal sagen, den Raum teile ich mir natürlich noch, weil der ein bisschen groß ist. Ihr seht ja hier schon meine Vormarkierung. Da können wir uns einfach mal von diesem Innenbereich hier in die Ecke ausgehen. Zählen einfach mal 4 Blöcke und ab dem 4. Block könnt ihr das ja einfach mal drüben, zack, mit der Wand verbinden. So, dann können wir uns hier hinten in der Ecke auch noch sowas basteln. Da können wir auch gleich hier vom Fenster, von unseren Zweierfenster mal ausgehen. So, gleich daran setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke. Und lassen wir hier wieder einen überstehen und ziehen diese andere Strebe zur Wand. So, dann haben wir hier so einen kleinen Bereich, kann man für einen Hausmeister machen oder so einen Kopierraum, pipapo, ne? Kann man solche Bereiche nehmen. Die anderen hier kann man als Büros nehmen oder auch als Sicherheitsraum, ne? Da kann man sich ja austoben. Was wir jetzt hier gemacht haben, machen wir nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir erweitern das hier nochmal um 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Dann geben wir 9 Blöcke hier einmal zur Seite weg, können das hier zur Wand verbinden. Andere Seite gehen wir auch nochmal gerade lang. So, wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, jetzt hier von der Ecke zählen wir nochmal 1, 2, 3, 4 und können die Strebe hier auch wieder zur Wand einmal ziehen. Wunderbar. Federn sich hier nur noch diese kleinen Eckenraum hier, den wir haben. Das heißt, ich fange jetzt hier einfach mal von unserem Eingang hier neben einmal an,
Setzt da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. So, hier zur Ecke können wir hier auch wieder, zack, hier einmal rüberziehen. Und dann lassen wir das hier einmal so überstehen. Ne? Das, wenn wir hier reinkommen, das sieht immer ein bisschen besser aus, wenn man sich so ein bisschen was überstehen lässt von der Wand, als wenn das einfach komplett glatt wäre. Ne? So, dann haben wir schon mal hier unten alles markiert, wie wir es markieren können. Jetzt kannst du natürlich jetzt anfangen, das Ganze dir hochzuziehen. Da würde ich dir einfach mal sagen, dass du dir das höchstens so um die, was haben wir jetzt hier, 5 Blöcke dir hochsetzt. Denn wir wollen ja jetzt einfach auch hier uns die nebende Etage basteln. Und wir haben ja an sich 5 Blöcke mal Platz, bevor die nächste Etage anfängt. Weil wir haben ja in der letzten Folge, sag ich mal, immer diese Streben hier reingezogen. Ne? Und genau ab dieser Strebe könnt ihr dann hier einfach mal eure nächste Etage einmal drin platzieren. Da nehme ich jetzt einfach den hellgrauen Beton und fülle mir hier die Fläche aus. Ihr könnt dabei die Eingangshalle komplett freilassen. Das heißt, ihr guckt genau, ja, hier wunderbar. Und dann könnt ihr hier den Rest alles ausfüllen mit eurem grauen Beton. Als nächstes kann man natürlich dann hier unten schon die ganzen Wände auch hochziehen. Hier alle auf 5 Blöcke hochmachen. Natürlich jetzt hier bei der Eingangshalle könnt ihr das natürlich auch gleich auf die gleiche Höhe ziehen, so wie wir jetzt hier die nächste Etage uns dann machen. Das will uns dann einfach hier die Eingangshalle so genau auf die gleiche Höhe ziehen, wie dann hier die andere Etage ist. Ich werde jetzt einfach mal nicht die anderen Räume hier mal hinterherziehen, da ich ja das Gebäude ja sowieso im Nachhinein lösche. Das machen wir dann beim Original, die Tour, und gucken, wie man es sich einrichten kann. Das mache ich jetzt hier nicht extra, hier bei dem hier. Aber an sich, wenn ihr euch, sag ich mal, das hier so markiert habt, könnt ihr das alle hochziehen hier auf 5 Blöcke insgesamt, bis zur nächsten Etage. Als man sich Durchgänge und sowas hier natürlich bastelt, würde ich euch da eine Durchschnittshöhe von 3 oder 4 Blöcke empfehlen. Das, was man da so machen kann. Ich mache jetzt hier einfach mal 3, so als Durchgangshöhe, das passt voll, wunderbar. So, ich habe mir jetzt natürlich hier die Eingangshalle schon mal hochgezogen, weil die wollen wir mal zusammen ein bisschen basteln. Wir nehmen nochmal den grauen Beton zur Hand. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, hier bei der Vordertür natürlich unseren grauen Beton. Den wollen wir natürlich nicht sehen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den grauen Beton. Und dann setze ich mir einfach hier... Na, jetzt habe ich ein bisschen falsch gemacht. So, ich setze mir jetzt einfach hier neben der Tür so eine 6er Strebe einmal hin. Hier, das kann ich einfach mal verbinden. Sodass hier ein bisschen dieser graue Keramik oder Beton hier so ein bisschen verschwindet, was wir hatten. Und dann setze ich mir nochmal 2 Streben hier einfach mal an diese braunen Streben ran. So. Denn jetzt wollen wir das Ganze hier noch, obwohl halt, das habe ich noch gar nicht zur Hand, das Material. Dann würde ich sagen, machen wir noch erstmal den Fahrstuhl. Genau, das können wir erstmal machen, bevor wir hier die Eingangshalle ein bisschen verkleiden. So, einen Fahrstuhl machen wir ganz einfach, einen Wasserfahrstuhl. Den könnt ihr euch natürlich auch noch versetzen, wo ihr wollt. Ihr könnt ihn auf der Seite bauen, auf der Seite bauen, auf der Seite bauen, wie ihr es braucht. Ne? Das passt euch einfach mal an. So, ich möchte ihn mir aber gerne hier auf diese Seite bauen. Falls einer das Maß natürlich immer weh haben möchte. Ich lasse mir jetzt einfach hier hinten gesehen 3 Blöcke von der Ecke mal Platz. Und dann schlage ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke mal frei. Also ist unser Fahrstuhl auf eine 6er Länge. So, diese Wand kann ich mir dann hier einmal komplett bis nach oben mal freihauen. Denn diesen weißen Beton wollen wir mal wegmachen. Den brauchen wir nicht für unseren Fahrstuhl. So, ich setze mir an den Seiten einfach mal komplett meine grauen Betonblöcke einmal ran. Die kann ich mir bis zur Decke oben einmal ziehen. Das können wir ruhig machen. So, mache ich beide Seiten. Dann lasse ich eine Blockreihe frei und ziehe mir die Zweiermitte hier auch noch einmal komplett bis nach oben einmal hin. So, dahinter setze ich mir nochmal eine weitere Reihe davon. Oh, setze ich mir hier nach oben dann einfach mal meine glatten Steinstufen hin. So, dahinter wieder grauer Beton und oben halt die Steinstufen. So, ich habe mir hier oben natürlich schon meine Ausgiebsplattform so ein bisschen schon mal vorgekennzeichnet. Ne? Kann man gerne machen. Mit den Pfeilen kann man es ja gut zeichnen. Ne? Hier heißt es, man kommt hoch und hier heißt es, man kommt runter. So, unten kann man das natürlich genauso machen. Das heißt, dass ihr hier in die Wand auch nochmal diese Pfeile macht. Da muss ich mal kurz auf die andere Seite gehen. So, ich glaube, da musste man von der Seite gucken. Ich glaube, das war so und so. Gucken wir mal von der anderen Seite, ob das richtig war. Ja, wunderbar. Ne, da muss man dann, sage ich mal, immer hier so ein bisschen von den Seiten gucken, dass man die Pfeile genauso kriegt, wie man die braucht. Ne, dann sieht man schon gleich von Anhieb, aha, hier geht's hoch und hier geht's, oder hier kommt man halt nach unten. Ne, und wir sind ja schon unten. So, jetzt wollten wir das Ganze natürlich noch mit Wasser bestücken. So, als erstes empfehle ich euch mal, eure Luftblöcke hier vorne mal zu platzieren. Einfach 2 Stück, wunderbar. Das machen wir auch oben nochmal, aber da braucht ihr nur einen euch platzieren. So, jetzt kommen wir dazu, auch hier drüber, na, noch so, einmal das Glas hier uns zu platzieren, ne, über unseren Luftblock, den wir hier haben. So, andere Seite machen wir es genauso. Darauf könnt ihr jetzt einfach mal eine Steinstufe euch platzieren und darunter eine Eisenfalltür. So, darüber würde ich mal sagen, können wir hier nochmal zweimal unseren grauen Beton machen. Ja, wunderbar. So, eine andere Seite nehmen wir nochmal unsere Glasblöcke und können die von hier oben bis einmal
komplett hier nach unten ziehen. So, ohne die natürlich hier in die Mitte einmal zu setzen. So, weiter geht's denn hier nicht. Hier haben wir ja unsere Luftblöcke. So, andere Seite müssen wir auch nochmal hier so eine Glasreihe langziehen. Finde ich ganz schick, ne, wenn man so auch das Glas, also durchs Glas gucken kann, ne, anstatt wir da irgendwas zumachen. Wohl, da könnten wir eigentlich auch so das machen, dass wir einfach hier, zack, letzten Block, ups, muss ich mal so, einfach mir noch eine Steinstufe unten, also hin was, und was machen wir nochmal oben? Oh, das sieht doch viel schicker aus. Dann wird das so alles ein bisschen gehalten hier. Jetzt müssen wir nur noch eins machen. Und zwar mit dem Wassereimer hier reinfliegen und jeden einzelnen Block mit dem Wassereimer hier bestücken. Weil wenn ihr das nur einzeln macht, dann reichen die Blubberbläschen nicht aus, um euch nach oben zu schießen. So, ich glaube, hier oben mache ich nochmal einen kompletten Glasblock mir mal hin. Genau, damit ich denn hier... Na, komme ich nicht rum? Warte mal. So, zwei Eisenfalltüren. Genau, machen wir mal mit zwei Eisenfalltüren, dass es auch passt. Machen wir hier mal Wassereimer hin. Kannst auch Glas hin machen. Mal schauen. Obwohl, wir machen mal oben. Oh, ich mache hier oben jetzt einfach mal einen Wassereimer. Na, jetzt brauche ich hier wieder Mist. So, machen wir das einfach mal so, weil ich sag mal, die Blubberbläschen, die blubbern hier nach oben und hier oben machen wir aber nur eine Wasserquelle hin. Nur, dass dann einfach hier ein ganz normales, steriles Wasser ist. Nun, dann können wir da noch eine Eisenfalltür gerne hinmachen. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich auch schon die andere Seite auch nochmal mit Wasser bestücken. So, dass wir hier auch nach unten kommen. Also, wie gesagt, jeden einzelnen Block müsst ihr mit einem Wassereimer bestücken, damit das klappt. Dann können wir es mal ausprobieren. Ja, wunderbar. Wir kommen nach unten und wir kommen auch nach oben. Ja, schick. So, dann haben wir hier unseren Wasserfahrstuhl schon mal gebaut. Wie gesagt, den kannst du dir natürlich überall hinsetzen. Hier auf der Seite oder halt auf der Seite. Und ob er ein bisschen weiter nach vorne ist, nach hinten ist, das kannst du entscheiden. So, jetzt wollen wir natürlich noch hier oben uns das ein bisschen machen. Zuerst gesagt, damit man natürlich nicht runterfällt, mache ich mir noch hier so ein einfaches Geländer erstmal hin mit weißem Beton. Das kann man sich natürlich in auch jeder Art, sag ich mal, gestalten, wie man möchte, das Geländer. So. Bevor wir jetzt neues Blockmaterial holen, klären wir nochmal hier oben, sag ich mal, so ein bisschen die Räumlichkeiten. Ich habe mir das natürlich jetzt individuell gemacht. Zum Beispiel hier möchte ich mir Büros hinmachen. Jetzt mache ich mir oben zwei Büros später hin. Da kannst du auch gerne dir nur ein Büro machen. Dann, sag ich mal, ignorierst du jetzt einfach hier die Streben dazwischen und machst einfach vorne dazu und dann kannst du dir dein Büro reinbasteln. Ne? Als Bürgermeister steht dir natürlich ein großes zu. Aber weil ich mir das Amt so ein bisschen teilen möchte mit ein, mache ich mir hier zwei Büros. So, da würde ich einfach mal sagen, so ein Abstand jetzt hier vorne von meiner, ja, na, wie heißt das? Von meinem Geländer, so, von meinem Geländer, lasse ich einfach mal fünf Blöcke Platz. So, dann setze ich mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke hin. So, andere Seite können wir auch nochmal 9 Blöcke uns hier einmal langziehen. Wunderbar. So, dann gehe ich nochmal nach hinten weg und setze mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin, dass ich hier 7 insgesamt habe. So, hier machen wir auch nochmal 6 Blöcke ran. Und dann gehen wir nochmal schräg weg und können das hier einmal bis zur Wand hinten ranziehen. Denn ich mache mir hier zwischen nur so einen kleinen Wartebereich. Ne, falls einer mich sprechen möchte, kann er hier Platz nehmen. Hier habe ich mir zum Beispiel, kann ich ja schon mal sagen, so ein Aquarium hingebastelt. Das passt hier super in die Lücke rein, dass man sich hier Wasser setzt, dann schwimmen hier die Fische lang. Wenn hier einer wartet, kann er sich so ein bisschen das Aquarium noch angucken. Finde ich, passt ganz gut rein. Ansonsten hier das Büro, wo ich jetzt hier beim Büro mir die Tür genau mache, da bin ich noch ein bisschen offen. Ich habe die mir, glaube ich, hier so ein bisschen gleich mal hingesetzt. Aber naja, das kann man sich ja noch gestalten, wie man möchte. So, auch diese Wände könnt ihr dann komplett ja einmal bis zur Decke hochziehen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt natürlich auch hier zwischen wieder eure Tapetenfarbe einmal reinmachen und die euch natürlich bemalen, wie ihr wollt. So, jetzt gehen wir mal zur anderen Seite, denn hier könnt ihr euch das natürlich auch wieder individuell anpassen, wie ihr eure Räumlichkeit macht. Denn hier mache ich mir ein riesiges Archiv hin, wo ich, sage ich mal, so Bauideen und sowas mir ein bisschen abspeichere. Aber ich zeige euch dann, wie das dann drüben aussieht, noch später. So, aber ansonsten, wer sich auch gerne sowas basteln möchte, zeige ich euch natürlich auch gerne das Maß einmal. Auch hier wieder zu unserer Absperrung hier, bevor man hier runterfällt, lasse ich mir wieder 5 Blöcke Platz. Dann ziehe ich mir einfach mal so eine komplette Strebe mal rüber. Und dann lag ich auch hier, können wir ruhig 5 Blöcke Platz lassen. Dann gehe ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke so nach zur Seite weg. Nur, dass wir hier insgesamt 6 Blöcke haben. Und ziehe mir das hier wieder einmal zur Wand hin. So, in dem Bereich kann man sich dann natürlich auch schon gerne einrichten oder halt auch gerne noch weitere Räumlichkeiten machen. Ihr könnt euch das hier nochmal trennen gerne. Wenn ihr hier, sage ich mal, noch ein paar Büros euch basteln wollt oder so, ne, könnt ihr euch hier gerne immer noch Zwischenwände einbasteln. Ne, das ist immer kein Problem.
So, ich habe mir jetzt nochmal ein paar neue Blöcke rausgeholt. Naja, was heißt Blöcke? Eher Treppen und Stufen. Zum einen, wenn ihr euch natürlich das jetzt hier einrichtet, ne? Und ihr seht ja, wir haben ja hier eine graue Betondecke, die wollen wir natürlich verkleiden. Ich empfehle euch jetzt einfach mal komplett hier für die Decken Stufen und Treppen zu nehmen. Ihr könnt damit viele coole Sachen machen. Zum Beispiel in der Eingangshalle hier habe ich mir sowas gebastelt, dass ich hier so ganz viele Knobbel habe. Ne, dass man sich damit dann, sage ich mal, sein Muster bauen kann, wie man möchte. Da hat man ja natürlich freie Wahl, wie man sich halt gerne gestalten will. Ne, da kann man sich ja austoben, wie man möchte, sich denn hier so die Decke mit Knobbel oder einfach nur komplett glatt sich das machen will. Genau kannst du es hier unten auch machen. Wir haben ja hier die graue Betondecke und da kannst du einfach deine Stufen nehmen und damit das Ganze verkleiden. Es gibt da verschiedene Stufenarten, ne? Von der Farbe her alles pipapo. Da kannst du auch gerne Muster reinbasteln, ne? So ein Kachelmuster oder Streifenmuster oder was weiß ich. Ne? Da kannst du ja dich austoben, wie du möchtest, um die Decke natürlich einmal rein zu platzieren. Meine Empfehlung war ja auch in der letzten Folge, wie man sich hier unsere Konferenzräume basteln kann. Dass ihr dann einfach so, wie wir das, sag ich mal, hinten gemacht haben, mit Quarzstufen und Treppen euch das hier sind einfach mal so ganz einfach verkleidet, ne, und euch das hier so lang zieht. Ne, so könnt ihr euch das hier super verkleiden. Man kann auch hier wieder Tapeten sich überall reinbasteln. Wie gesagt, die Wand werde ich mir definitiv nochmal rausreißen und halt diesen grauen Beton und die Steinblöcke nochmal austauschen durch halt meine Tapetenfarbe, die ich ja, sage ich mal, im Gebäude verwendet habe. So, jetzt gehen wir aber nochmal in die Eingangshalle, denn eine Sache wollte ich euch noch zeigen, und zwar, wir nehmen einfach die Anisie Treppen und Stufen. Und die setzt ihr einfach mal, also die Treppen setzt ihr einfach mal auf die Höhe hier von unseren grauen Betonbalken hier. Dass ihr euch die mal hier komplett in der Eingangshalle ringsrum setzt. Weil ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich sowas macht. So, auch ruhig am Fahrstuhl können wir das hier ruhig einmal so lang ziehen. Das macht nichts. Und dann könnt ihr noch, obwohl wir könnten auch hier den Fahrstuhl einmal so offen lassen. Das kann man auch gerne machen. So, und dann setze ich mir darauf einfach mal meine Stufenreihe. Weil ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich, sage ich mal, noch sowas hier einmal ringsrum ein bisschen macht. Man kann, wie gesagt, Fahrstuhl so offen lassen oder ihr setzt das hier einfach zwischendurch. Ne, könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Ne, da habt ihr wieder freie Wahl. Ja, und ansonsten, das sind schon die Räumlichkeiten von unserem Rathaus. Wie gesagt, müsst ihr alles natürlich hier noch auf 5 Blöcke hochsetzen. Euch die Decke natürlich mit den Quarz noch ein bisschen verkleiden. Und dann kann man schon beginnen, sich mit dem Ganzen auch zu befassen, das einzurichten. So, wir machen nochmal einen kleinen Abstecher hier ins Rathaus. Ich mache noch nicht mit euch die Tour hier durch, aber ihr seht ja so, wie ich mir die Eingangshalle so ein bisschen gemacht habe. Hier auch mit den Knobbeln so ein bisschen. Den könnt ihr ja schon mal sehen. Und ihr seht ja auch hier oben, wie ich meine Absperrung so ein bisschen gemacht habe. Hier mit dem Glas. Ne, finde ich ganz schick. Kann man ja so machen. Ja, aber ansonsten möchte ich noch nicht die Tour machen, weil es innen drin auch noch ein bisschen leer ist. Und zwar die Seitenkomplexe. Ne, die sind noch ein bisschen leer. Gut, ich habe hier schon ein bisschen was gemacht, aber wenn ich hier mal auf die Rückseite gehe und ich mal reingucke, seht ihr, ich habe ihn noch ein bisschen offen. Das ist noch nicht komplett fertig. Von daher hebe ich mir das noch auf. Ich hole mir ja Hilfe zum nächsten Video und dann kriegen wir das alles hin. Aber ansonsten sind wir mit dem Rathaus schon so gut wie fertig. Jetzt müssen wir es natürlich nur einrichten. Und dann geht es auch wieder weiter mit ein paar schönen Häusern, die wir uns dann auch mal auf die Stadt bauen wollen. Denn ich habe überlegt, die Stadt jetzt einfach mal so irgendwie zuzukriegen. Jetzt einen Innenbereich möchte ich eigentlich nicht. Muss ja auch mir gefallen, was ich mir jetzt hinbastel. So, dann haben wir schon mal ein Rathaus. Als nächstes kommen dann, glaube ich, ein paar Häuser, die wir uns dann basteln für das Wohnviertel, damit sich das auch mal so langsam entwickelt. Und hier in der Innenstadt wollte ich mir eigentlich Hochhäuser und sowas basteln. Welche ich da nehmen möchte, ich möchte schon ein paar, die, sage ich mal, auch in echt irgendwo stehen, in irgendwelchen schönen Städten mir ein paar Hochhäuser hinbasteln. Aber welche ich mir da noch raussuche und welche ich mir hinbasteln will, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich noch gucken, muss ich mal sehen, was mir gefällt. Ja, aber ansonsten war es das hier für die Folge. Schaltet ein zur nächsten Folge, um zu sehen, wie wir uns das natürlich denn auch innen drin gestaltet haben. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.